Es war einmal vor langer Zeit im hohen Norden des schönen Landes Hessen. Ein Wanderer machte sich auf seinen beschwerlichen Weg durch die undurchdringlichen Wälder, die einsamen Berglandschaften und die reißenden Flüsse ins tiefe Baunatal. Dort, so hatte er vernommen, gäbe es ein lichtes, ein helles Haus mit vielerlei Schätzen, die nur der Tapfere und der Beharrliche zu erringen vermag. Endlich, nach vielen mühsamen Wegstunden, kam der Wanderer auf einem Marktplatz an. Aber dort, am anderen Ende des großen Platzes, sah der Wanderer das Haus, von dem man ihm in so herrlichen Worten erzählt hatte. Er fasste sich ein Herz und schritt neugierig darauf zu, was ihn wohl erwarten würde. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Katja Freitag und Jutta Kraut und leiten gemeinsam die Stadtbücherei Baunatal. Einfach märchenhaft. So erscheinen uns die Zeiten im Rückblick, die wir für unsere Bewerbung um den Hessischen Bibliothekspreis beschrieben haben. Vor der Pandemie hatten wir ein helles, offenes Haus mit vielen Aktionen und Angeboten und noch viel mehr Besuch. Jetzt sehen Sie da natürlich nur noch die eingeschränkte Version und wir hoffen sehr auf Ihre Vorstellungskraft. Unser Team zeigt Ihnen jetzt die Bücherei. Hallo, mein Name ist Christina Giesler. Die Bücherei im Baunatal gibt es seit 1975. 2014 wurde sie energetisch saniert und auf eine Publikumsfläche von 900 Quadratmeter erweitert, auf der man nun über 45.000 Medien findet. Seitdem freuen wir uns über ständig wachsende Ausleih- und Besucherzahlen. Doch auch wie überall brachen diese Zahlen natürlich gewaltig ein. Und was mit den Klassenführungen und Veranstaltungen passiert ist, naja, das können Sie sich ja denken. Hier im Eingangsbereich können Sie schon an der Farbgestaltung des Logos, aber auch an dem Bücherwagen unser farbliches Raumkonzept erkennen. Es gibt vier Bereiche, die jeweils eine eigene Farbe bekommen haben. Wir haben zwei Thekenplätze für die Rückgabe und einen Infoplatz und zwei Selbstverbucher für die Ausleihe und einen OPAC. OPACs findet man außerdem neben Tischen für Einzel- und Gruppenarbeiten in allen vier Bereichen, die aber auch für die Internetrecherche oder private und schulische Arbeiten genutzt werden können. Hallo, mein Name ist Eva Globes. Wundern Sie sich nicht, wegen Corona haben wir alle Tische und Sitzmöbel weggeräumt. Auch die Regale und Medienkisten mussten wir an einigen Stellen verschieben, um Platz zum Durchgehen zu schaffen. Sonst ist es bei uns viel schöner und gemütlicher. Ich zeige Ihnen den roten Bereich. Hier befinden sich Romane und Erzählungen für Erwachsene. Sie sind nach Interessenkreisen aufgestellt. Dazu gehören auch die entsprechenden Non-Books wie Hörbücher und Filme. Für Erwachsene bieten wir normalerweise Lesungen und einen regelmäßigen Spielertreff für Brettspiele an. Die Lesungen gibt es jetzt übergangsweise digital unter dem Titel Lorenz liest. Schauen Sie doch mal auf unsere Webseite. Hi, mein Name ist Katja Trost und hier sieht man unseren gelben Kinderbuchbereich, auf den wir richtig stolz sind. Hier findet man alle Medien bis einschließlich 10 Jahre in einer eigenen kindgerechten Systematik. Außerhalb von Corona war hier auch jeden Nachmittag richtig was los. Hier wurde gemalt, gespielt, gebastelt und getobt. Außerdem finden hier alle unsere Veranstaltungen mit Kindern statt. Zweimal im Monat findet unsere öffentliche Vorlesestunde statt. Diese wird von einer unserer drei Vorlesepatinnen betreut. Außerdem machen wir jedes Jahr ein Projekt mit unseren örtlichen Kitas, beispielsweise Bilderbuch 2.0, das war ein Bilderbuch-Casting, oder aber Spiel mit den Allerkleinsten, wo wir Brettspiele für U3-Kinder vorgestellt haben. Wir bieten allen unserer Baunataler Kitas die Möglichkeit, mit ihren Kita-Gruppen zu uns zu kommen. Außerdem bieten wir den Vorschulkindern eine spezielle Führung an, wo wir ihnen ein Bilderbuch vorlesen. Ja, und in der zweiten Klasse machen wir wahlweise eine Detektivführung oder aber eine Piratenführung, wo die Kinder auch am Ende ihren Bibliotheksausweis von uns bekommen. Hallo, ich heiße Carsten Schwarz und wir befinden uns jetzt hier oben im Jugendbereich, in unserem blauen Bereich. Wir werden unten im gelben Bereich, der Kinderbereich, bis für die Kleinen, bis Ende der Grundschule sich befindet, ist hier oben im Jugendbereich der ganze
Medienbestand für die Kinder ab der 5. Klasse oder für die 10- bis 16-Jährigen, sage ich mal. Hier oben befindet sich ein Medienmix, wie unten auch, mit einer eigenen Klarschriftsystematik. Das heißt, die Medien, die orientieren sich natürlich nach Alter, Interesse und im Sachbuchbereich nach den Schulfächern. Nicht nur wegen des WLANs ist das für die Jugendlichen ein beliebter Treffpunkt hier oben, hier hinter den Comic-Trögen, auf der Sitzbank in der Ecke oder auch dort hinten an Arbeitstischen und Gruppentischen treffen sich die Kids gerne, jetzt entweder zum Abhängen oder auch zum Lernen natürlich. Auch für die Jugendlichen gibt es ein aufeinander abgestimmtes Klassenführungsmodell. Wir haben in der 5. Klasse eine kleine Rallye, das heißt eine Art Schnitzeljagd, bei der die Jugendlichen mit Recherche am OPAC hier verschiedene Bücher finden müssen. In der 6. Klasse bieten wir ein Bookcasting an. Da geht es um Vorstellung von Jugendbüchern neuer Art. Und 7. Klasse ist eine digitale Schnitzeljagd, eine Rallye, die Level 7 heißt, mit der App Actionbound. Die 8. und 9. Klassen können auch gerne zu uns kommen. Die unterstützen wir bei der Vorbereitung für Abschlussprüfungen. Zunächst mit einem kleinen Vortrag. Da geht es um Recherchen, Zitierweisen und Ähnliches. Abgeschlossen wird das dann aber der vielleicht relativ trockene Vortrag mit einem Kahoot-Quiz. Hallo, ich bin Nathalie Hübenthal und wir sind nun im grünen Bereich angekommen. Auch auf dieser Etage gibt es einen Infoplatz und weitere Arbeitsplätze für unsere Leserinnen und Leser. Hier steht unser Bestand an Sachbüchern für Erwachsene, aber natürlich haben wir auch Sachfilme und Sachhörbücher. Hier findet sich auch unser Zeitschriftenangebot mit über 40 Abos und die Tageszeitung. Unser normalerweise so gemütliches Lesecafé mit Kaffeevollautomat mussten wir leider zur Quarantänestation für Medien und zum Möbellager umfunktionieren. An das Lesecafé schließen sich die Büroräume und der Veranstaltungsraum an. Alle größeren Veranstaltungen und alle Klassenführungen ab Jahrgang 5 finden in diesem Raum statt. Die Angebote und Serviceleistungen unserer Bücherei sind über viele Jahre hinweg gewachsen. Wir konzentrieren uns auf die Zielgruppen Kinder, Jugendliche und Familien und damit gehört die Leseförderung zu unseren Hauptaufgaben. Das funktioniert natürlich nur mit einer guten Vernetzung zu den Bildungs- und Kultureinrichtungen wie Musikschule, VHS, Jugendzentrum, Spielmobil und viele mehr. Besonders wichtig ist uns die Zusammenarbeit mit den Kitas und Schulen. Mit den Kitas haben wir schon seit vielen Jahren das Vorlesepatenprojekt der Stiftung Lesen im Baunatal etabliert. Für die Region bilden wir Vorlesepaten aus, vermitteln sie an Kitas und andere Einrichtungen und betreuen sie. Mit allen 7 Schulen haben wir Kooperationsverträge geschlossen und arbeiten eng zusammen. Wir versuchen, flächendeckend alle Schülerinnen und Schüler im Baunatal von der Vorklasse bis zum Jahrgang 8 mindestens einmal im Jahr zu einer Veranstaltung in die Bücherei zu holen. So erreichen wir auch die Kinder, die nicht vom Elternhaus an die Bücherei herangeführt werden. Zu jeder Veranstaltung gibt es Elternbriefe in leichter Sprache, die wir als sogenannte Ranzenpost mitgeben. Mit den Kitas und den Schulen verbinden uns viele gemeinsame Ziele. Wir möchten, dass alle Kinder und Jugendlichen im Baunatal die gleichen Bildungschancen haben, egal aus welchem Elternhaus sie stammen. Die Förderung der Sprach-, Lese- und Medienkompetenz ist eine wichtige Voraussetzung für die beruflichen und natürlich erstmal die schulischen Erfolge, aber auch generell für die Teilhabe in der Gesellschaft. Und das Wichtigste, den Kids soll es auch noch Spaß machen bei uns. Wir möchten erreichen, dass die Kinder und Jugendlichen die Bücherei als positiven Ort für Schule und Freizeit erleben, also einfach, dass sie gerne wiederkommen. Außer den Veranstaltungen mit den Kitas und Schulen versuchen wir, die Familien anzusprechen. Dafür nutzen wir Presse, soziale Medien, Elternbriefe und spezielle Veranstaltungen. Und wir sind jedes Jahr beim Weltkindertag, beim Musikschulfest und beim Medienaktionstag des Bildungsforums dabei.
Wir feiern Büchereifeste, führen jährlich Ferienleseaktionen, wie zum Beispiel unseren Lesestoffbeutel durch und vieles mehr. All das sind Bausteine unseres Leseförderkonzepts. Ich hoffe, Sie konnten sich einen Eindruck von unserer Arbeit machen. Wir freuen uns unglaublich über die Auszeichnung mit dem Hessischen Bibliothekspreis. Wir bedanken uns beim Landesverband Hessen des DBV, bei der Jury des Hessischen Bibliothekspreises und bei der Sparkassenkulturstiftung Hessen-Thüringen für diese Wertschätzung unserer Arbeit und natürlich auch für das Preisgeld. Für viele Ratschläge und gute Fortbildungen möchten wir uns auch bei der Hessischen Fachstelle für öffentliche Bibliotheken bedanken. Wir bedanken uns auch bei allen Unterstützern hier in unserer Stadt, bei Politik und Verwaltung. Ohne die finanzielle und personelle Ausstattung der Bücherei und auch ohne den Freiraum und die Offenheit für neue Ideen und Projekte wäre das alles nicht möglich gewesen. Und natürlich ein ganz dickes Dankeschön an unser Team, das uns kreativ begleitet, mitdenkt, Ideen weiterentwickelt und schließlich umsetzt. Das ist euer Preis. Und ganz zum Schluss einen herzlichen Dank an unsere Besucherinnen und Besucher. Bitte haltet uns die Treue, denn Lesen lohnt sich, besonders in Baunatal. Nach seinem langen Aufenthalt im Hellen Haus machte sich der Wanderer wieder auf seinen Weg. Sein Rucksack war schwer, prall gefüllt mit den Schätzen des Hellen Hauses. Doch sein Herz und sein Schritt waren federleicht. Er fürchtete sich nicht vor dem bösen Wolf im Märchenwald. Unterwegs würde er allen, denen er begegnete, von dem Hellen Haus erzählen und schon bald würde er zurückkehren und seine Familie und all seine Freunde mitbringen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann lesen sie noch heute. Musik.